wunderschönen Bild, ich hoffe, ihr hört mich, begrüße ich euch zu Dishonored, die Maske des Zorns. Ja. Beliebige Taste drücken. Wo ist denn die beliebige Taste? Hier. Ja. Schön. Dishonored. Und zwar, wenn ihr das Video seht, dürfte es der 12. sein. Denn darauf habe ich es eingestellt, dass es am 12. rauskommt. Ich habe es schon vorher ein bisschen aufgenommen. Durfte es aber noch nicht hochladen auf YouTube. Aber gut. Das ist ja egal. Wir spielen jetzt weiter. Weiter. Neues Spiel. Wir fangen ein neues Spiel an. Aber zuerst schauen wir mal unter Optionen und... Ach du Scheiße. Schwierigkeitsgrad normal. Lassen wir mal automatisch speichern. Was haben wir da? Aus. Einpasst. Kopfbewegung, Identität. Kletterrichtung an Kette folgt Kamera. Ja. Spezielle Perspektiven. Bei tödlichen Angriffen normal, okay. Mana-Filter. Ne, ich will eigentlich nicht die Steuerung, die Grafik, komisch, sondern den Sound. Da machen wir jetzt mal auf 50, 40 runter. Musiklautstärke brauchen wir sowieso nicht. Okay. Dann machen wir das so. Und das, naja, so. Effektlautstärke machen wir jetzt auch noch etwas runter. Sprachlautstärke lassen wir auf 90. Untertitel machen wir an, dass ihr auch was. Alle Sprecher. Nee, machen wir Hauptdialog. Lautsprecher, Auto. Okay. Dürfte passen. So, und dann geht's auch schon los. Wir als Entehrter. Corvo Assassini. Nee, irgendwie mit Corvo. Wir machen das jetzt etwas heller, weil wir wissen ja alle. Nach dem Rendern wird das alles. Wenn du ein neues Spiel erstellst, werden bisherige automatisch gebrochene Spielstände überschrieben. Fortfahren. Ja, habe ich noch keine. Das Blocken beim Schwertkampf schützt dich und kann Gegner aus dem Gleichgewicht bringen. Gut zu wissen. Dunwall Tower. Ich habe mich schon sehr lange über dieses Spiel gefreut. Ich werde das größtenteils auch alles vorlesen. Endlich wieder daheim. Mehrere Monate lang warst du in den anderen Ländern des Kaiserreichs unterwegs, um sie um Hilfe im Kampf gegen die Seuche zu bitten. Jetzt musst du die offiziellen Antworten der Kaiserin überbringen, der du als kaiserlicher Schutzherr dienst. Weiter. Corvo, gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte, damit sie bei mir bleiben. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, sie zu entsenden. Die Seuche hat so viele dahin gerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. Ja. An Arcane Studios Product. Emily und ich werden ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren Sie rasch zurück und bringen Sie gute Nachrichten. Jo, das ist ein bisschen blöd jetzt, ne? Mit guten Nachrichten. Rennhaven. Ganz ruhig, genau, aufpassen. Wir können uns schon umgehen. Leinen los! Leinen sind los, haben abgelegt. Ja, gut. Geradewegs zum Dunwall Tower. Lord Corvo hat Nachrichten für die Kaiserin, für die wir weit gereist sind. Eine weite Reise für schlechte Nachrichten. Die Seeleute sagen, auf uns liege ein Fluch. Schwarze Magie, alle anderen werden von der Seuche. Alles Aberglaube. Wahrscheinlich gibt es inzwischen schon ein Heilmittel für die Seuche. Vielleicht sind verrückte Zeiten. Der Leibwächter der Kaiserin auf einer monatelangen Mission, das ist ungewöhnlich. Es war wichtig. Wir brauchen Hilfe mit der Seuche. Servus. Ja, es ist ein ganz bestimmter Zeichenstil. Also es ist nicht direkt, es ist nicht Cell-Shading, sondern mehr so wie eine Ölmalerei. Malderei, Ölmalderei. Hey da, es geht nach oben. Ich finde das alleine schon hier, die Schleuse so saugeil gemacht, gefällt mir wirklich. Texturen sind jetzt nicht wirklich der Oberrenner. Mein Hals kann ich auch drehen wie eine Eule. Das sieht schon endlich zu Hause. Man muss dazu auch sagen, wenn ihr hier auf die Hände seht, die Hände haben eine echt geile Animation. Wie ihr seht, er spielt hier ein bisschen mit den Fingern rum. Das gibt ihm wenige Spiele. Deswegen sind die Hände auch etwas größer gemacht, damit man das ein bisschen erkennt. So, wir können jetzt mit X schon mit jedem reden. Gute Reise gehabt, Sir.
Hier oben alles ruhig. Hier oben. Hier oben, im Kopf, alles ruhig. Ja. Sie wartet. Ja, Sie ja, ich, zur Kaiserin bin, gehen. Ich bin auf dem Weg. Aber ich muss hier noch ganz kurz... Bäm, bäm, bäm. Steuerung, doch noch etwas. Allgemein, machen wir so. Mana-Elixier automatisch trinken. Ja, lass mal halt. Wo ist denn hier? Gamepad. Ne, da, Gamepad. Gamepad-Einstellungen, so. Steuerschema. Vibration, Empfindlichkeit. So, machen wir mal 60. Machen wir auch auf 60. 60. So, okay. Schauen wir mal. Und? Oh ja, besser. Das hast du ein bisschen zu stark. Nee. Was du jetzt, wo es lang geht? Ja, willkommen zurück, kaiserlicher Schutzherr. Jawohl. Und was ist mir eine Ehre. Ja. Ja. Ach, danke. Sie hatten Glück, eine Weile fort zu sein. Die Seuche wird hier immer schlimmer. Das werde wohl ich noch sagen, was hier schlimmer wird. Und es sieht schon echt, mir gefällt. Hallo, Sir. Jawohl. Ihre Majestät wartet im Pavillon. Im Pavillon? Dann gehen wir mal zum Pavillon. Du bist zurück. Hey, du kleine Steppe. Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Warte, lass uns erst Verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesem fiesen, alten Meisterspion. Nö, okay, dann... Gut, los geht's. Spielen wir Verstecken, ne? Als du fort warst, war Mutter so traurig. Ja. Ich glaube, sie hat dich vermisst. Ach, das sieht auch cool aus. Willkommen daheim, kaiserlicher Schutzherr. Servus. Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Corvo, willkommen zurück, woher Sie auch immer kommen. Sie haben ihn zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Nun halten Sie doch still, Oberaufseher Campbell. Singt ein Kinderlied, aha. Ich muss hier runter irgendwo. Hey! Hui! Wo ist denn die kleine? Emily? Emily! Ach, da. Mal sehen, ob du das noch kannst. Ich schließe meine Augen und zähle und dann versuche ich, dich zu finden. Okay. Gut, ich zähle bis 10. Versteck dich gut! Okidoki. Drücke B, um in den Schleichmodus zu wechseln. Und bleibe dann in Deckung, damit deine Gegner dich nicht sehen und entdecken können. Während du schleichst, sind deine Schritte gedämpft. Sehr schön. Dann schleichen wir hier hinter die Kisten. Hinter, Eins, die Kisten. 2, 3, 4, 5, nee, hinter das 6, ach, scheiße. 7, 9, 10. Ich komme. Wenn ich jetzt Y drücke, kann ich hier so zur Seite wegsehen. Aber sie hat mich schon gesehen. Ja. Wenn du Y gedrückt hältst und den linken Stick nach links oder rechts bewegst, kannst du dich zur Seite lehnen, um hinter Ecken hervorzuschauen und die Lage zu erkunden, ohne von deinen Gegnern gesehen zu werden. Hat die mich jetzt schon gesehen, oder was? Scheiße! Wie wär's hier? Ich finde dich. Gut, du gewinnst. Wir sollten jetzt gehen, damit Mutter dich auch sehen kann. Oh. Hui. Ach, Kinder. Willst du mir später weiter das Klettern bei? Ich will mal bis aufs Dach klettern. Ja. Aufs Dach klettern. Ich kann dich auch raufwerfen, wenn du willst. Sie empfängt sie gleich. Wacho. Gut, Sie wiederzusehen, Sir. Diese Stelle behalten. Die Lage ist schlecht. Ja, könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? In der Tat, das glaube ich. Das sieht schon ziemlich geil aus. Es war gut, mit Ihnen zu reisen, Corvo. Ja. Dienerin. Hallo, mein Herr. Ja, lauf nicht davon. Ich musste gestern in der Spülküche schlafen. Die Seuchenunruhen haben alles zum Stillstand gebracht. Okay. Die Menschen sind krank, keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut.
Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Corvo ist wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Majestät. Corvo, zwei Tage zu früh. Voller Überraschungen, wie immer. Wer ist hier etwa der Bösewicht? Ich kann es mir nicht einbilden. Wer wird hier wohl der Bösewicht sein? Aber gut, die Kleine ist... Günstige Winde bringen Sie zurück zu mir. Welche Nachrichten bringen Sie? Ich habe auch günstige Winde. Oh. Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Ende. Hey! Jetzt wirft die das einfach weg. Feiglinge. Sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Mutter geht es gut. Halt, wo ist die Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sie! Was machen die auf dem Dach? Was? Emily, hierher! Drücke einen Angriff mit rechts. Drücke RT für einen Angriff mit rechts oder LT für einen Angriff mit links, wenn du eine Waffe oder eine Kraft bereithältst. Halte RB gedrückt. Okay. RB gedrückt, um Schwerthiebe zu blocken. Wenn du im richtigen Moment blockst, gerät dein Gegner aus dem Gleichgewicht, sodass er anfällig für deinen Angriff ist. Okay. Emily, komm her! Hat's doch einer. Du hast meinen Brief weggeworfen. Auf wen soll ich denn noch schießen jetzt? Ist doch keiner mehr hier. Hallo. Corvo, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Nein, nicht nochmal. Nicht schon wieder. Oh, Vector. Mama! Nein, weg von ihr. Corvo. Corvo, alles fällt auseinander. Finden Sie Emily. Beschützen Sie sie. Sie sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Corvo. Es ist nicht so, wie es aussieht. Der Orden schütze uns. Seht, was er getan hat. Nö. Ja, er hat die Kaiserin getötet. Nö. Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Gar nichts. Ihr eigener Leibwächter. Welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Corvo. Nö. Ergreift ihn. Nö. Ah, scheiße. Dishonored. Gefängnis von Coldridge. Vernichte alle Gegner, die sich dir in den Weg stellen, oder schleiche dich leise an ihnen vorbei. Speichere möglichst oft. Finde ich auch schon mal gut. Dann gibt's auch, entehrt. 6 Monate sind vergangen, seit dich der kaiserliche Meisterspion beschuldigt hat, die Kaiserin ermordet und an der Entführung ihrer Tochter Emily mitgewirkt zu haben. 6 Monate, die du im Gefängnis von Coldridge verbracht hast. Während der Tag deiner Hinrichtung immer näher kommt. Gefängnis von Coldridge. X überspringen. Order shall prevail. Das ist Ihre letzte Chance, Corvo. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Hey, au! Das reicht jetzt. Ja? Verschwindet. Gebt dem Mann Zeit zum Nachdenken. Dich kriege ich auch noch, du Arsch. Fettes Stück. Corvo, die Kaiserin ist tot. Ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Ja, Sie Ärmste. Morgen wird sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Land braucht starke Führer, die Schwachen leiten.
Und dabei helfen wir gerne. Nee. Das Ganze war wirklich nichts Persönliches. Auch wenn sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Und jemand musste der Sündenbock sein. Leben Sie wohl, Corvo. Die deutsche Synchro ist auch sehr gut gemacht. Da hat sich Bethesda wirklich viel... das hat sich Bethesda viel kosten lassen. Das sind auch bekannte Synchronstimmen. Du solltest essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Okay. Freunde, die mir Essen schicken. Juhu. So, was steht hier? A little fire that warms is better than a big fire that burns. Ja. Da hast du nicht ganz unrecht. Gibt's hier sonst irgendwas? Oh. Das Kackhäuf. Kack. Ja, Klo will ich das jetzt nicht nennen. Das Kackquadrat. Naja, machen wir ernster weiter, okay. Ach, das sieht auch schon mal ziemlich bedrohlich aus hier, der Turm hinten. Naja, gehen wir weiter, gehen wir weiter. Ratten spielen auch eine ganz wichtige Rolle hier in dem Spiel. Denn mit Ratten... Corvo, wer wir sind, spielt keine Rolle. Aber seien Sie gewiss, wir glauben an Sie. Hier ist der Schlüssel zu Ihrer Zelle. Wenn Sie aus der Zelle treten, begeben Sie sich zum Verhörraum. Nehmen Sie den Sprengsatz dort und legen Sie ihn an die Eingangstür. Wenn die Bombe hochgeht, rennen Sie zum Fluss und verschwinden Sie in die Kanalisation. Dort werden Sie einige nützliche Dinge finden. Einer der Gefängniswärter wird eine Waffe direkt vor Ihrer Zelle platzieren. Und nun viel Glück. Wir brauchen Sie gesund und munter für das, was auf uns zukommt. Ein Freund. Ratten lassen zum Beispiel Leichen verschwinden, denn die fressen die auf. Und ich würde das gerne versuchen, mal anfangs so wenig wie möglich zu töten, sondern einfach mal... Warum kommen so viele Leute zu der Hinrichtung morgen? Mit dem Schwert in der Hand kannst du einen ahnungslosen Gegner ausschalten, indem du RT drückst, oder du schleichst dich an ihn von hinten an und hältst RB gedrückt, um ihn zu überwältigen, ohne ihn zu töten. Also RB ist nicht töten. Okay, dann versuchen wir das. Wegen Corvo. Er hat die Kaiserin getötet und ihre Tochter Emily entführt. Echtes Ereignis? Genau, ein gesellschaftliches Ereignis für die Reichen und Schönen. Seht alle her, wie der edle kaiserliche Schutzherr seinen Kopf verliert. Besonders klug sind sie ja noch nicht, aber das, wenn man mit einem Schwierigkeitsgrad nach oben Wartungsteams dürfen den geht, Einzelhaftzellenblock dann nicht werden betreten. Die auch klüger. Es sei denn, sie werden viel Glück und machen ein paar Platz. Durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Das Schattenmodell ist jetzt nicht auch so ausgereift, also man sieht hier genau. Oh shit, na, das war's dann auch. Nimm das! Das war's dann auch schon. Mit dem nicht töten, das hat ja lange gedauert, was? Oh scheiße, ich bin schon fast tot. Ach Mist. Aber die Animationen sind schon sehr cool. Ach, das war jetzt schon mal wieder sehr scheiße von mir. Achso, der eine schnarcht jetzt. Ach, das war jetzt echt schon wieder scheiße von mir. Ja, das Schattenmodell sieht ungefähr so aus, also wenn man hier im Schatten ist, man sieht hier genau die Grenzen, dann wird man eigentlich nicht gesehen, außer man benimmt sich so wie ich gerade. Die morgige Hinrichtung ja, darf nur von dem dafür eingeteilten wenn man sich da im Schatten bewegt, dann wird man normalerweise nicht gesehen. Wie gesagt, wenn man sich nicht so blöd anstellt wie ich jetzt schon. So anfangs. Was haben wir hier? Ein Gesundheitselixier. Sehr schön. Ja, das brauche ich auch schon. Eine Waffe? Wie viel Munition haben wir jetzt für die? Ach, ein Schuss. Na gut, ist ja auch kein Ballerspiel. Kein Schießspiel. Whale-Öl-Tags. Ah ja, die Zahlungsmethode hier ist Walöl, wenn es mich nicht täuscht, total. So, dann klettern wir hier mal hoch. Das funktioniert auch sehr gut bis jetzt noch. So, wir haben
wieder. Hier haben wir was zum Essen. Also man kann hier zum Beispiel Dosen mit gepökeltem Hexenfisch, klingt sehr lecker, das essen wir. Und damit füllen wir auch unsere Gesundheitsanzeige auf. Also man kann jetzt keine Medipacks mitnehmen, außer eben hier diese Gesundheitselixiere. Nur das Essen, das füllt unsere Gesundheit gleich auf. Dose mit, was, Bratchetalen in Aspik. Nur Delikatessen. Liegt hier noch Münzen. Und hier auch noch Münzen. Geld ist natürlich immer gut. Schauen wir zuerst durchs Schlüsselloch. Sehe ich keinen. Oh. Nein. Ich muss hier rüber. Wo sind die hingelaufen? Hallo, Leute? Ach, nee, ich leg's nicht drauf an. Also ich habe mich echt schon total auf das Spiel gefreut und bis jetzt bin ich sehr begeistert davon. Ich habe es ja auch noch nicht lange gespielt. Ach, verdammt! Nee, ernsthaft jetzt! Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Mist. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträger der Genehmigung besucht werden. Verdammter Hund! Oh, Scheiße! Okay, also dass es nicht geschnitten ist, das wusste ich. Aber dass man gleich einen Kopf rollen sieht. Und dass man das fröhlich durch die Gegend tragen kann. Und oh nee, oh, das wusste ich jetzt nicht. Das ist mir. Oh. Scheiße, aber cool. Ja, gefällt mir. Also, Kinder, nix für euch. Abschalten. Nicht, dass ich das jemals getan habe, wie irgendwas mit ab 18 gewesen wäre, wie ich noch so jung war. Aber das ist nix für Junge. Darf ich das wenigstens auch sagen? Ich bin jetzt auch ein alter Sack. Also, das war jetzt. Oh, man kann auch schlittern, cool. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten. So, dann schleiche ich. Ich versuche jetzt weiter mal zu schleichen. Begleitet. Und nicht tausend Leute zu töten. Also, ich habe keine Munition mehr, na gut. Yarp. Yarp. Ist hier irgendwo einer gewesen? Nö, oder? Nö. Hier sind wieder. Nicht so weit rutschen. Eine Menge Münzen. Schauen wir wieder durchs Schlüsselloch. Hier ist. Ach, das ist der Verhörraum, okay. Türen kann man auch schließen, dafür sind sie da. Habe ja keine Säcke vor der Tür. So, gibt's hier sonst irgendwie irgendwas? Waschbecken, trinken. Ach, trinken kann man auch. Ach nee, trinken tut er nicht, aber egal. Sieht auch so ein bisschen nach Hitler aus, aber na gut. Ja, hier haben wir wieder Münzen. Und ein Brief. Anweisung. Anweisungen des wachhabenden Offiziers zu Corvus Verhör. Corvo Attano, der führende kaiserliche Schutzherr, frühere kaiserliche Schutzherr, muss zum Verhör hierher gebracht werden. Dies ist von äußerster Wichtigkeit. Der Lordregent und Oberaufseher Campbell werden das Verhör persönlich durchführen. Folgen Sie Ihren Anweisungen, ohne zu zögern. Achten Sie darauf, dass der Foltermeister nicht über die Stränge schlägt, wenn Corbett durch seine Hände stirbt, statt öffentlich hingerichtet zu werden. Wie es sich der Lordregent wünscht, ist der Kopf der Nächste, der rollt. Ja. Corvo ist schon wieder bewusstlos. Oh. Wenn er mehr einstecken konnte als jeder andere beliebige Mann. Wir machen weiter, wenn er aufwacht. Dass er das Geständnis tatsächlich unterschreibt, ist nicht entscheidend, könnte uns aber später von Nutzen sein. Die Ermordung einer Kaiserin ist wirklich keine Kleinigkeit. Ja, das ist auch wieder so eine Kleinigkeit, die mir wirklich wieder mal sehr gut gefällt. Hier mit der Lochkarte. Naja, sehr schön. Gehen wir weiter. Nee. Ah, hier. So, Zeitbombe ist im Tresor drin. Die brauchen wir ja. Was liegt hier noch rum? Wieder Geld. Im Gefängnis liegt es natürlich am besten das Geld. Teetasse.
Damit kann man natürlich jetzt Wachen ablenken. Und hier liegt auch ein Buch. Auszug aus einem Buch über die esoterische Praktiken des Ordens. Zeigt ein Kind die richtige Neigung, gilt es als gekennzeichnet. Aufseher werden mit der Untersuchung des Subjekts beauftragt, um zu bestimmen, ob diese Neigung durch kosmologische Gegebenheiten und anderen Zeichen während des ganzen Jahres bestätigt wird. Am Ende dieses Zyklus werden jene, die für weitere Untersuchung bestimmt sind, einige Stunden vor Sonnenaufgang aus ihren Häusern geholt. Sie müssen zu einem Ordensstützpunkt außerhalb der Stadt marschieren. Dort werden die Kinder Ritualen, Vorbereitungen und Prüfungen unterzogen, bis sie in der letzten Nacht des Monats des Regens eine Pilgerreise zur Weißen Klippe antreten. In einer ausgefeilten Zeremonie werden bestimmt, welche Kinder Aufseher und welche Kinder getötet werden. Sagt ja auch schon viel über das Völkchen hier aus, ja? Nett. Kann ich denn hier jetzt drüber klettern? Muss ich denn hier drüber klettern? Nee, muss ich nicht. Gang zum Kontrollraum. Ui! Schauen wir wieder durchs Schlüsselloch vorher. Ja, da geht raus. Komm. Den dürfen wir doch erwischen, hoffe ich. Komm. Was blinkt hier noch? Hier blinkt noch irgendwas. Ach, scheiße, das war ein Grafikfehler, oder? Ja, natürlich. Scheiße. Schleichen. Wir müssen schleichen. Blackwell, du fauler Sack. Hast du im Hof nachgesehen? Nein, noch nicht. Ich wollte erst das Dampfkesselloch von gestern melden. Vergiss es. Dreh einfach nur deine Runden. Eine Meldung macht uns beiden Ärger. Bin schon unterwegs. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal. Oh, du hast deinen Gegner gerade durch einen perfekten Block aus dem Gleichgewicht gebracht. Drücke jetzt RT, um einen tödlichen Angriff zu. Trägern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Naja, dann. Ja, was ist denn? Nimm das! Okay, eigentlich wollte ich so wenig Leute wie möglich killen. Dann machen wir es eben anders. Dann killen wir halt jeden, der uns über den Weg läuft. Ist auch besser so. Scheiße hier. Ich bin einfach kein geborener Schleicher. Ach, scheiße! Hallo? Da ist einer. Kann man eigentlich auch zielen? Nee. Bleib. Wieso steht der auf, wenn ich hier... Oh, der. Oh, Schande. Zurück. Geordneter Rückzug. Gehen wir hier entlang. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Ja, den haben wir endlich mal erwischt. Brauchen wir eigentlich nicht weit tragen. Machen wir gleich hier. Will ich aber mal sehen. Gut, man kann sie also so auch töten. Wollte ich jetzt nur mal so sehen. Ja. Da das unfreiwillig war, dass ich die getötet habe am Anfang, werde ich das Spiel jetzt so spielen, dass ich einfach jeden über den Haufen, wie nennt man das, Schlitze, der mir unterkommt. Was haben wir hier? Kugeln. Und Geld. Halt! Authorized Personal Only. Jetzt nichts mehr Geld? Nö, ich auch nicht. Oh! Also die Animationen sind schon sehr cool. Sehr cool. Du wirst im Fluss landen! Ha! Dein Kopf gehört mir! Hatten die eigentlich noch irgendwas mit? Ah ja, Beutel nehmen. Okay, Münze. Der hat Beutel nehmen. Und wo ist der andere hin? Der ist weg. Na gut. Gut, dass hier viel zu essen rumliegt. Was haben wir hier? Türsteuerung wieder. Ach, die macht die Tür zu. Sehr schön. Was haben wir hier? Gar nichts, hier können wir rüberklettern. Ach, hier müssen wir die Bombe anbringen. Weg. Oh, damn it.
So, nix wie raus hier. Nix wie runter hier. Ja, ich verschwende gerne Munition. Und weg. Wohin? Dahin. Ja, eine halbe Stunde spielen wir schon fast. Wir werden die halbe Stunde auf jeden Fall ausnutzen. Ach, okay. Ja. Kanalisation von Dunwall. Für einen Falkenangriff würge einen Gegner bewusstlos im Bewältigen, ohne ihn zu töten. Ja, das haben wir jetzt auch einmal gemacht. Auf der Flucht. Versteckte Verbündete haben dir die Flucht aus dem Gefängnis von Coldridge ermöglicht. Wenn du den Fluss Warrenhaven erreichen kannst, wollen sie dir bei einer nächsten Aufgabe helfen. So. The Outsiders walks among us. Ne, zum Gefängnis gehen wir nicht zurück. Da kommen wir gerade her. Und da ist auch schon so eine Ratte. Kann ich mit dir auch irgendwas machen? Bleib hier! Die Leute hat er auf der Flucht getötet. Wer die Kaiserin umbringt, schert sich wohl nicht um ein paar Wachen. Halt's Maul! Oh! Sieh dir das mal an. Hier unten war jemand. Oh! Da ist auch schon vielleicht so eine Rattenplage. Rattenplage. Hier haben wir wieder einen Zettel. Cor, wenn Sie das lesen, heißt das, dass unser Plan funktioniert hat und Sie aus Coldridge ausgebrochen sind. Eine unserer Kontaktpersonen hat tief in die Kanalisation Waffen für Sie versteckt. Holen Sie sich die Ausrüstungsgegenstände und suchen Sie Samuel auf, der Sie am Ausgang dieser Tunnel am Fluss aufhält. Ein Freund, den Sie bald treffen werden. Na, da bin ich mal gespannt. Ich kenne ihn ja natürlich schon. Ich habe ihn schon. Hast du Angst? Er ist Zirconia. Da leben nur Kaufleute und Huren. Frischlinge wie du haben ihn nie in Aktion gesehen. Ich sag ihn dann. Ja, hier seht ihr es. Also, man kann später im Spiel auch selbst Rattenplagen hervorrufen, wenn man die Fähigkeit ausgewählt hat. Aber durchaus sollten wir da auch nicht reingeraten, denn die sind auch... Ach scheiße, seht euch das an. Das passiert, würde uns auch passieren. Ein Fuß ist schon weg. Die leisten wirklich ganze Arbeit. Wie ihr seht. Und so kann man Leichen verschwinden lassen. Beziehungsweise die Leichen haben noch gelebt jetzt. Ich glaube, hier können wir mal aufstehen. You cannot kill the red plague. Ja. Yeah. No one will keep us from death. Ist auch richtig. Und da sind auch schon wieder Ratten. Oh, scheiße, die kommen rüber. Dann bleiben wir im Wasser. Ich glaube, im Wasser kommen die nicht mehr. Hoffentlich halt. Was fressen die denn jetzt? Nee, ich bleib hier. Hab schon genug Scheiße gebaut jetzt. Außerdem in der Kloake schwimmen wollte ich schon immer mal machen. Also das Klettersystem funktioniert schon wirklich recht gut, also es gefällt mir. Hallo? Sir? Sir? Leben Sie noch? Leben Sie noch? Hallo? Na dann. Dahin, wo du hingehörst. Nee. Ja, es hat auch so gewisse spielerische Eigenschaften von Half-Life, wie man hier auch schon gesehen hat. So. Ich schleiche mal weiter. Oh. Sollten die Leichen nicht in die Wagen, die sie in den überschwemmten Bezirk bringen? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Okay. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Ja, okay. Die mal etwas ablenken hier, dass ich hier rankomme. Komm. Ja, hat geklappt. Ich will weg von hier. So,
Achtung, Bürger von Dunbar. Echt schön gemacht, gefällt der mir bis jetzt. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, Beutel. Ist der Staatsgewalt vorübergehend doch irgendwas entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Ja, das war ein Versehen, tut mir leid. Ich wollte doch niemanden killen. Ach. Oh. Oh. Da hätte ich auch durchlaufen können. Verfaulte Äpfel, sehr gut. Kupferdraht, aha. Noch was? Das ist nix. Flasche. Aha. Diesmal nicht, mein Freund. Was haben wir hier? Projektilwerfer. Aha. Das. So. Ach goddammit. Komme ich denn hier hoch? Ja, natürlich. Ich bin Corvo. Hier haben wir auch noch was. Wie komme ich hier drüben hoch? Komme ich hier rüber? Irgendwie? Da hätten wir schon auch noch was. Ich will das eigentlich schon gerne. Würde das schon gerne mitnehmen. Hier ist auch noch was. Kommen wir hier hoch? Ja, natürlich. Ich bin ja auch Corvo. Aber hier kommen wir nicht drüber wahrscheinlich, ne? Doch. Wow, Wahnsinn. Wahnsinn. Wundert mich jetzt, dass man hier rüberkommt. Gibt's hier auch noch was? Leere Flasche. Aber ansonsten nichts mehr. Weiter geht's. Und wieder ein Brief. Seien Sie gegrüßt, Corvo. Oder sollte ich kaiserlicher Schutzherr sagen? Das waren Sie doch, bevor der Titel Ihnen fälschlicherweise abgenommen wurde. Wir sind Diener des Kaiserreichs und der wahren Kaiserin, eine Gruppe von Kaisertreuen, die sich sehr gerne mit Ihnen treffen würde. Nehmen Sie diese Waffen, für Sie aus den feinsten Materialien der Insel hergestellt, und treffen Sie sich mit unserem Mann Samuel in der Nähe der Abwasserrohre, die in den Warnhaven führen. Zögern Sie nicht. Viel Glück. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Ah. Eine kleine Armbrust. Eine Lady-Armbrust. Und sehr cool. Was? Okay, also das sind Betäubungsbolzen, Armbrustbolzen und hier kann ich zur Waffe wechseln, schätze ich mal. Nö. Was ist das? Ah, Brandbolzen. Na gut. Dann nehme ich jetzt mal, ja, ist eh schon egal. Hallo? Was habe ich jetzt gemacht? Ach, ich kann die Waffen wegstecken, wenn ich lang X gedrückt halte. Also ich spiele mit dem Controller, was ihr sicher schon wieder mal bemerkt habt. Dann kann man die Waffen wegstecken. Ach, die Leiche hat sich verfangen. Was ist das? Hemlock Essenz. Aha. Okay. Kann mal jemand die Leiche hier wegmachen? Kann ich hier durch? Ja, danke. Ach ja. Und wieder was zu lesen. Jelly. Für den Fall, dass du zu dumm bist, um dich zu erinnern, solltest du bei deinem Whisky nach der Antwort suchen. Verstanden? Wenn du deinen Anteil haben möchtest, wirst du es schon herausfinden. Wenn nicht, dann komme ich nächstes Monat wegen dieser Sache erneut zurück. Tresor. Ach. Irgendwas mit Whisky. Also wird hier irgendwo eine Whisky. Komm raus hier! Dammit! Also wird hier irgendwo eine Notiz rumliegen. Bei einer Whiskyflasche. Grob geschätzt. Ist jetzt nur grob geschätzt. So, was haben wir hier? Gar nichts. Steine. Eine Laterne. Aber besonders viel gäbe es nicht hier zu finden. Ich würde schon gerne den Tresor aufmachen, aber... Wo? Mit was? Ach, okay.
Hätte ja sein können. Ach, jetzt falle ich schon wieder daran. Da unten liegt auch nichts, oder? Nö. Uah. Dreckiges Scheiß. So, dann hoch hier. Hoch. Whiskey. Hier wäre Whiskey. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Dann tritt irgendwas um, wenn möglich. Hier drin stinkt's wie ein toter Weihnacht. Ja, na gut. Na, was? Was ist das? Verarbeitetes Walöl. Für Walöl bekommen wir Geld, wie ihr gerade gesehen habt. Ist da unten irgendeiner? Ich vermute auch einer. Kommen manchmal nachts her, um zu sterben. Verschwinden einfach im Wasser und das war's. Friss meinen Stahl! Hat nicht so funktioniert, wie ich das eigentlich geplant hätte. Aber... aber tot ist er trotzdem. Sicher ist sicher. War hier nicht irgendwo noch einer? Ungeziefer. Wow, das wird aber ganz schön Durchschlagskraft. Macht dich das nicht etwas stutzig, dass gerade dein Kollege hier so über die Brüstung geflogen ist? Nö? Na dann. Eben nicht. Ach, die Pfeile stecken auch noch drin. Cool. Das finde ich echt mal nett. Bei vielen Spielen, auch heutzutage noch, ist es ja auch so scheiße, wenn man da mit Armbrust schießt oder mit einem Pfeilbogen, dass dann der Bolzen nicht mehr da ist. Und hier dürfte er auch nicht mehr da sein. Naja, okay, gut. Jeden wird man jetzt wahrscheinlich nicht mehr sehen. Okay, das wäre auch ein bisschen blöd. Wenn man den einen hat es ja hier schon drüber. Was ist das? Ist auch ein Gegner? Nö. Aber hier will ich noch schon alles halbwegs absuchen. Auch wenn ich jetzt nicht so der Ober-Achievement-Jäger bin, der was jetzt wirklich jeden Ort absuchen muss, dass er alle Achievements hat. Mir ist das Spiel wirklich wichtiger. Aber natürlich werde ich sehen, dass ich größtenteils alles... Dass ich größtenteils alles finde. Bürger von Dunbar. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere... Hier drüben! Ja! Schnell, Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Sehen wir uns noch mal kurz ein bisschen um. Wie kann ich mich hier angehen? Sehen Sie sich ruhig nach irgendwas? Ich warte hier. Ach, aber beeilen Sie sich. So viele Möglichkeiten gibt es nicht, außer mal schwimmen gehen. Auch das Unterwasser gefällt mir hier. Tun wir die Fische weh? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Fische böse. Nee, hier wollte ich eigentlich. So. Na, hauen wir ab. Steigen Sie ein. Ja. Warmes Essen und ein warmes Bett warten schon auf Sie. Schön. Sieht aber auch nicht so freundlich aus. Missionsstyles, Gegner eliminiert, 16 Zivilisten eliminiert, 0 Alarme ausgelöst, 0 Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt, 4 allgemeiner Chaosfaktor hoch, ja, das bin ich. Niemanden getötet, ne, Geist nicht entdeckt worden, ach nö. Keine Sonderaktion erreicht, ach verdammt. Runen gefunden, 0 von 0, Knochenartefakte, 0 von 0, Münzen gefunden, 547 von 1000, oh, scheiße.
Wenn nicht alle Gegner, die sich dir in den Weg stellen oder schleiche. Der Outsider ist eine mythische Figur und weder gut noch böse. Hä? Die Ladezeiten sind auch sehr akkurat, muss ich sagen, wie hier. Versteckte Verbündete. Deine neuen Verbündeten, die sich in einem alten Pub am Fluss verstecken, wo auch sonst, wollen dir ihre Pläne vorstellen. Triff dich mit den Anführern der Kaisertreuen, um herauszufinden, was sie vorhaben. Ach, das sieht geil aus. Das ist der Houndpits Pub. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Das Gebäude direkt ist geil unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lordregent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Ja Leute, wir spielen jetzt schon wieder länger als eine halbe Stunde, also das ist Wahnsinn, das ist mein Special für euch. Wenn jemand Ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und Ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Gut zu wissen. Steigen wir mal aus. So, und wer oder was oder wie viele unsere Freunde hier sind, das seht ihr in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu bei Dishonored.